Punkt Nummer drei. Ich habe das genannt als Unentschlossenheit, Unschlüssigkeit. Das heißt, ich suche eigentlich eine Partnerin, aber ich weiß selber nicht, was tue ich, ob ich tue, ob das richtige Weg ist. Soll ich selber was suchen? Soll ich über Partnervermittlung was suchen? Aus meiner Sicht. Letzte Woche hat einer geschrieben, ich werde kein Kunde bei Ihnen, weil ich seit 3 Jahren die Profile bei Ihnen auf der Homepage beobachte und bei manchen Frauen sind die gleichen Bilder wie vor 3 Jahren. Was für Gedächtnis sollte man haben, um die Bilder vor 3 Jahren im Gedächtnis zu behalten? Ich selber kenne diese Bilder schon nicht mehr. Bei mir ist schon manchmal alles querbeet, aber der Mann sieht seit Jahren auf der Homepage, blättert sich die Bilder durch, stöbert durch die Bilder und weiß ganz genau, welche Frau welche Bilder hatte. Aber bis jetzt wirklich keine Anfrage, kein Schritt, keine Party, nichts. Er sitzt und stöbert und er weiß, wie er mich und bzw. meine Webseite kritisieren kann. Oder es gibt auch andere unentschlossene, aber sehr aufmerksame Menschen, die rufen mich an und erzählen, ja, weißt du, Xenia, ich habe das Bild von dieser Frau auf der Homepage gesehen, auf der Homepage gesehen, auf der Homepage gesehen. Ich habe die Frau schon auf mehreren Webseiten gefunden. Ist das verdächtig? Ja, also irgendwie muss man sich entscheiden. Wenn es wirklich um die Partnersuche geht, wenn es um die Partnersuche im Ausland geht, man muss sich entscheiden, man muss einen Servicebetreiber, Service-Provider finden und dann irgendwas machen, irgendwas Reales machen, irgendwas tun. Und jahrelang auf verschiedenen Webseiten zu sitzen und die Fotos zu blättern, das bringt sie nicht weiter. Was mich wirklich an diesen Menschen fasziniert, also ehrlich fasziniert, Gedächtnis, Gedächtnisstärke und wie viel Zeit sie haben. Also die Zeit, die sie haben, die Fotos durchzublättern, die Profile zu vergleichen, die Information auf den Profilen zu vergleichen, in der Zeit hätten sie schon vermittelt sein können. Ich hätte die schon vermittelt, aber die überlegen nur und überlegen und überlegen. Ich habe jetzt im Moment einen Kunden, ich weiß nicht, ob er jetzt da ist. Wenn da, ich hoffe, dass er das nicht übernimmt. Er hat die Anfragen in der Ukraine gemacht und wir wissen alle, was passiert, Quarantäne, man kann nicht fliegen und der Mann möchte keine Briefe schreiben, er möchte ein reales Date. Okay, wir haben abgewartet, Quarantäne ist immer noch da, die Flugzeuge fliegen noch nicht. Ich habe vorgeschlagen, vielleicht machen wir ein Videodate. Ein Videodate kostet auf jeden Fall weniger als ein normales Date. Man muss nirgendwo fliegen, man bleibt zu Hause, man trifft die Frau über Zoom. Also man bekommt den ersten Eindruck und da weiß der Mann schon, ob es sich lohnt, zu der Frau zu fliegen oder nicht. Also Geldersparnis, Zeitersparnis, also wirklich kurz ein Videodate und da weiß man, wo man steht und ob es sich wirklich lohnt, zu der Dame zu fliegen. Zuerst, ja, okay, ich kann. Aber dann 3 Tage hat der Mann geschwiegen und dann hat mir geantwortet, Xenia, an meinem Schweigen, ich denke, Sie haben verstanden, dass ich zögere. Was zögert man? Worauf wartet man? Je schneller man irgendwas tut, desto mehr bekommt die Dame diese Anerkennung, desto mehr versteht die Frau, dass sie begehrt ist, desto mehr bekommt die Frau die Bestätigung, dass der Mann sie mag und desto mehr ist ihr Interesse. Es ist normal und menschlich, wir mögen mehr die Menschen, die uns mögen. Und wenn wir auf einen Menschen treffen, der uns nicht mag, dann bringt es wirklich gar nichts, auf diesen Menschen zu warten oder irgendwas zu schaffen. Also wer uns nicht mag, soll auch vorbeilaufen. Also ich meine unter gesunden Menschen. Also ich habe mir auch aufgeschrieben zu dieser Unentschlossenheit und Schlüssigkeit. Es ist irgendwie der Mann, solche Männer warten immer auf einen passenden Moment. Aber in unserem Leben, der Moment ist nie passend.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Mann, der wirklich zögert, ein Videodate oder nicht Videodate, diese Agentur oder andere Agentur, diese Webseite oder andere Webseite, hier kostet es 20 Euro mehr, hier kostet es 20 Euro weniger. Also ich bezweifle wirklich, dass so ein Mensch, der so unentschlossen ist, der nicht entscheiden kann, nehme ich die Dienstleistung in Anspruch oder nicht. Also ich denke nicht, dass er wirklich entscheidet, mit jemandem zusammen zu sein. Man findet immer irgendwelche Ausreden, wieso das oder dies oder jenes nicht möglich, schwierig, kompliziert sein. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Manchmal im Leben muss man einfach handeln und nicht zu lange nachdenken. Ratschlag für unentschlossene Männer. Entweder wollen sie was erreichen und dann gehe ich ganz gern diesen Weg mit ihnen zusammen. Oder bleiben Sie bei Tinder oder zu Hause, also je nachdem. Also ich lese jetzt Ihre Kommentare. Ich kenne auch alle Frauen, alle Partnervermittlungen, die sind oft bei mehreren Agenturen angemeldet, aber real sind sie alle, wobei einige Lockvogel sind. Es ist manchmal nicht Lockvogel, manchmal ist es einfach so, die Damen registrieren sich irgendwo. Überall und wenn man aktiv sucht, dann sucht man aktiv und dann geht man, meldet sich überall an. Und dann findet man jemanden und in diesem Glück, ich habe jemanden gefunden, vergessen die Damen, sich abzumelden. Und dann, es vergeht bestimmte Zeit und dann kommt die Anfrage für die Dame. Ich kontaktiere die Dame und sage, ja, weißt du, Xenia, ich bin schon vermittelt. Dann informiere ich den Mann, Profil wird gelöscht. Sobald wir diese Information bekommen, löschen wir die Steckbriefe natürlich bei 6000 Profile bei uns auf der Homepage. Es gibt manche, die schon vermittelt sind und die einfach vergessen haben, uns zu informieren. Wenn wir, also von der anderen Seite, wenn wir wirklich ständig Anfragen an alle Damen gehabt hätten, dann wäre es möglich, wirklich 100% aktive Damen auf der Homepage zu haben. Aber weil, ja, es dauert, wegen unentschlossenen und unschlüssigen Männern, weil es dauert und wegen Corona bekommen wir sowieso weniger Anfragen, weil ja, wohin kann man fliegen, wenn die Grenzen geschlossen sind. Aber ich kann, um mich zu verteidigen und um meine Agentur zu verteidigen, ich kann sagen, ich mache sehr viel, damit diese Datenbank, damit die Damendatenbank aktiv bleibt. Ich habe verschiedene Coaching-Programme, ich habe verschiedene Webinare, ich habe verschiedene Seminare. Also ich mache wirklich vieles. Vielleicht manchmal an der Grenze mit Unmöglichen, damit ich die Frauen amüsiere, damit ich die Frauen bespaße, damit sie das Interesse zu der Agentur nicht verlieren, auch wenn sie keine Anfragen bekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Weil natürlich, wenn ich wirklich an jede Dame pro Tag eine Anfrage geschickt hätte, dann hätte ich wirklich nichts machen sollen, um die Frauen bei mir in der Agentur zu behalten. Aber ich möchte aktive Frauen, ich möchte die Frauen, die motiviert sind, die seriös sind. Und deswegen, ich mache wirklich sehr viel von Coaching, Programmen, Gruppen, Seminaren, Webinaren, Videos. Genauso wie für Sie. Ich bespaße Sie ja auch. Also es geht wirklich darum, von einer Seite die Menschen zu informieren, damit sie nicht blauäugig in die Partnersuche reinstürzen. Und von der anderen Seite natürlich, ich versuche, ja, Unterstützung zu geben, damit die Menschen sich nicht allein fühlen, nicht allein gelassen fühlen.